Hallo zusammen und willkommen zu unserem kleinen Anfänger-Tutorial zu Teso. Ja, ich habe selbst vor ungefähr 1,5 Monaten angefangen, habe jetzt so meine ersten 300-400 Stunden gespielt. Und gerade am Anfang stellt man sich gewisse Fragen. Und ja, ich würde gerne diese Fragen kurz durchgehen. Vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen von euch auch helfen. So, dann starten wir doch mal direkt mit der ersten Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe und die ich aber auch oft lese im Chat und in irgendwelchen Foren. Brauche ich ESO Plus? Da gibt es keine klare Antwort. ESO Plus macht einem eben das Spiel unglaublich leichter. Das Hauptargument für ESO Plus ist eben der Handwerksbeutel. Den kann ich euch zeigen, der ist nämlich hier unter Handwerksbeutel und dort werden ist unendlich Speicherplatz für all eure Pflanzen, Hölzer, Steine, Glyphen, was auch immer. Also alle Rohmaterialien, die ihr in der Welt findet, die werden hier gespeichert. Und gerade für Leute wie mich, die wirklich jede Truhe, jedes Fass, alles öffnen und alles mitnehmen wollen, ist das unabdingbar. Weil ansonsten, ihr habt ein relativ begrenztes Inventar, das wird eben sonst alles in euer Hauptinventar geleitet und das wird eben super schnell voll und macht einfach keinen Spaß, alle jede Stunde, jede halbe Stunde zurück zur Stadt zu laufen und einzulagern und zu verwerten und dergleichen. Das macht einfach keinen Spaß. Also für mich ist es Pflicht, aber natürlich kommt das sehr stark auf eure Spielweise an. Wollt ihr nur Quests machen, wollt ihr vielleicht keine Handwerke machen, wollt ihr vor allem Instanzen machen, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Ein anderes Argument für Teso Plus ist natürlich auch, ihr habt Zugriff auf alle Spielinhalte, abgesehen von der neuesten Erweiterung. Also ihr könnt sowohl nach Morrowind, ihr könnt nach Orsinium, ihr könnt die Sommersandinseln besuchen, ihr könnt überall hin, es ist nichts beschränkt. Ihr könnt jede Instanz besuchen und alles. Und das zu diesem monatlichen Preis. Lohnt sich für vier Spieler natürlich umso mehr, da die einzelnen DLCs natürlich auch relativ teuer sind. Zusätzlich zu dem Ganzen habt ihr auch noch ein paar extra Boni, die werden hier angezeigt. Nämlich ihr könnt erhaltet zusätzlich etwas mehr Gold, Erfahrung und Inspiration. Und zusätzlich wird die Analysegeschwindigkeit von Items eben von Eigenschaften wird eben um 10% reduziert. Und da das teilweise Tage und Wochen sein können, machen da 10% schon eine ganze Menge aus. Aber das sind so die Sachen, wo ich sage, ja, nettes Beiwerk, aber das Hauptargument ist der Handwerksbeutel und die zusätzlichen Spielinhalte. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er bereit ist, jeden Monat 11 bis 13 Euro zusätzlich für das Spiel auszugeben. So, kommen wir direkt zur Frage 2. Gibt es eine Reihenfolge, in der ich die DLC spielen sollte? Ja, gerade Leute, die jetzt einsteigen, vielleicht zum neuesten Addon zu Greymoor, die fragen sich, die starten natürlich auch in diesen jeweiligen Gebieten und die fragen sich natürlich zu Recht, verpasse ich irgendwas, wenn ich nicht in den anderen Gebieten starte? Ja, und ich sage ja. Natürlich sind die DLCs nicht alle gleichzeitig rausgekommen, sondern zeitversetzt. Das bedeutet, ihr lernt in dem einen Gebiet, vielleicht in der Hauptstory, lernt ihr Leute kennen, die später nochmal auftauchen. Natürlich hat man eine ganz andere Beziehung zu diesen Leuten und auch zu Ereignissen und anderen Sachen. Also selbst wenn ihr in einem anderen Gebiet jetzt startet, ihr startet immer im aktuellen Addon-Gebiet, wenn ihr das besitzt. Also für alle, die jetzt mit Greymoor starten, ihr werdet direkt in Himmelsrand irgendwo oben starten und werdet dort eine kleine Tutorial-Aufgabe machen. Aber danach würde ich an eurer Stelle direkt in die Anfangsgebiete reingehen und erstmal die Hauptstory eurer Kampagne sozusagen machen. Das ist eben, ihr solltet eben erstmal eure Hauptquest durchspielen. Das beginnt mit dem Propheten und euer jeweiliges Bündnis. Bei mir eben das Altmerion Dominion zum Beispiel, wo es alle Gebiete am Anfang umfasst. Könnt ihr im Internet frei nachlesen. Ich kann gerne nochmal einen Kommentar in eine Liste drunter setzen, welche Gebiete zu welchem Bündnis dazugehören. Aber im Prinzip diese Story erstmal würde ich an eurer Stelle durchspielen, wenn ihr auf Stories und sowas großen Wert legt.
Natürlich muss man dazu sagen, ihr könnt überall spielen. Das ist ja das Schöne an One Tamriel, was 2016 erschienen ist. Ihr könnt in jedes Gebiet rein. Ihr braucht euch keine Sorgen über Level und Gegner zu machen, sondern ihr könnt überall frei questen. Aber wer eben wie ich die Story nacheinander erleben will und auch Figuren, die wieder auftauchen, wiedererkennen will, der muss sich eben eine gewisse Reihenfolge halten. Und das ist eben wie gesagt eure Allianz am Anfang. Danach kam Orsinium, das liegt hier oben. Und danach kam Morrowind, das sind Warnfell, könnt ihr alle Gebiete. Danach Clockwork City. Und danach kam schon Sommersend, gefolgt von Mörkmeier. Und danach die beiden neuesten Erweiterungen mit Elsweyr und das Gebiet um Himmelsrand, was jetzt im neuesten dazu kommt am 26. Mai. So, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was bedeuten diese ganzen Symbole auf der Karte? Ihr habt natürlich schon gemerkt, was ist denn das jetzt für ein Symbol? Was kommt das? Natürlich habt ihr hier links eine Legende mit den ganzen Erklärungen, aber gewisse Symbole tauchen hier drüber gar nicht auf. Das hat mich vor allem am Anfang stark verwirrt. Und deshalb mal eine kurze Einführung. Natürlich die Sachen, die hier drüben erklärt werden, die sind klar. Das ist eben immer diese Hauptquest, wenn ihr diesen Marker über euren Questgebern habt. Das sind eben Portsteine, da könnt ihr euch überall hin teleportieren. Gegen eine Gebühr sogar von überall aus. Kostenlos, wenn ihr von Stein zu Stein sozusagen reist. Ja, das sind sozusagen Dungeons, die könnt ihr ohne Probleme alleine machen. Die tauchen überall in der Welt auf. Und dort gibt es meistens einen größeren Gegner, den ihr besiegen müsst, um das abzuschließen. Und eine Himmelsscherbe in 90% der Fällen. So, interessante Orte sind vor allem die Questgebiete. Dies umfasst eben alle möglichen Symbole, die hier links nicht auftauchen. Zum Beispiel das Haus hier, eine Siedlung, eine Burg, ein Lager und so weiter. Also ihr werdet noch 100 andere Symbole finden, die nicht links in der Legende auftauchen. Die beschreiben eben interessante Orte. Und dort geht es meistens um kleinere Geschichten, wodurch ihr Gold und Ausrüstung bekommen könnt. So, das sind wichtige Punkte, Sehenswürdigkeiten. Auch meistens oftmals irgendwelche Himmelsscherben zu finden, aber nicht immer. Set-Werkstätten, um später eure Ausrüstung sozusagen mit Sets direkt herzustellen. Öffentliche Verliese, ganz interessant. Ihr lauft dort in drei, das ist meistens etwas schwieriger, zumindest am Anfang. Und dort könnt ihr eben gemeinsam euch einfach an andere Gruppen dranhängen oder an andere Leute. Gerade starke Spieler, die schon eine Menge Erfahrung haben, kommen da auch ohne Probleme alleine durch die meisten. Also da einfach dranhängen und da gibt es auch meistens irgendeine Story, die auch mal Erfahrungspunkte gibt, also beziehungsweise Fähigkeitenpunkte. Ja, und gute Ausrüstung gibt es da allemal. Ja, große Anführer gibt es auch in der ganzen Weltweitheit. Ich habe jetzt hier noch 0 von 6. Ja, ich bin genau hier zum Beispiel große Bosse, die sollten nur in Gruppe erledigt werden. Wie bei den großen Ankern, die ab und zu vom Himmel fallen, wofür es jetzt die jetzt folgendes Symbol haben. Hier, so sieht man das zum Beispiel, diesen Dolmen. Dort solltet ihr euch am besten, ihr wartet dort kurz. Und wenn ihr merkt, da füllen sich gerade so ein paar Spieler und es geht los, hängt euch einfach dran, macht ein bisschen Schaden auf den Gegner und dann seid ihr auch, bekommt ihr automatisch Belohnung und schließt das Event sozusagen auch ab. Genau, das sind die Himmelsscherben. Drei Himmelsscherben ergeben einen Fertigkeitenpunkt. Das ist eben, ja. Und diese ganzen Bücher, die ihr in der Welt findet, werden hier dargestellt. Das sind vor allem die leuchtend blau, sieht man oft an etwas verborgenen Stellen. Leveln zusätzlich euren Rang bei der Magiergilde. Das heißt, dort werden dann besondere Fähigkeiten freigeschaltet, weshalb ihr auch möglichst früh der Krieger- und der Magiergilde beitreten solltet. So, dann kommen wir doch zunächst zum nächsten Punkt. Was bedeuten die verschiedenen Questmarker auf der Karte? Ihr seht zum einen hier, das ist normaler schwarzer Pfeil. Das bedeutet, es ist eine ganz normale Quest. Dort gibt es normale Belohnung
Also in Form von Items, Waffen und ein bisschen Gold und natürlich Erfahrungspunkte. Dann habt ihr diesen grünen Pfeil. Diese grüne Pfeil weist auf eine tägliche Quest hin. Diese können regelmäßig wie der Name schon sagt, täglich abgeschlossen werden. Und ja, das sind meistens Quests, wo es dann regelmäßige Belohnungen gibt. Zum Beispiel die Handwerksquests, die ihr jeden Tag erfüllen könnt, wo es jeden Tag eine Truhe mit entsprechendem Material und besonderen Stoffen gibt. Und ja, das, was ich euch jetzt nicht live zeigen kann, aber auf der Karte zumindest, ist dieses Symbol hier mit der Quest. Das bedeutet Hauptquest. Immer wenn ihr das Symbol auf der Karte seht, dann bedeutet das, hier ist eine Hauptquest im Gange. Das heißt, diese gehört zum Gebiet. Und dort könnt ihr vor allem auch Champions, also Fähigkeitenpunkte erhalten. Und vor allem gehören die natürlich zu einer zusammenhängenden Story. So, eine weitere Frage, die ich sehr oft höre, ist, reichen meine Fähigkeitenpunkte aus und für alles Mögliche, um das zu skillen? Und da kann ich nur dazu sagen, ihr kriegt eine Menge Punkte. Also ihr könnt euer Handwerk gut skillen, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin noch relativ am Anfang, also ich bin auf Champions Level 225 und Charakter Level 50. Ich habe alle meine Berufe mehr oder weniger sehr gut geskillt, habe Klassenfähigkeiten, Waffenfähigkeiten, Rüstung. Ich hab eigentlich überall meine Punkte drin und ich habe die Gebiete nicht komplett abgegrast nach Himmelsscherben. Und ihr könnt einfach levelt, worein ihr wollt. Ihr werdet sicher nicht jede dieser ganzen Fähigkeiten jetzt skillen können. Das definitiv nicht. Aber das ist auch gar nicht nötig. Zum Beispiel, ich benutze nur mittlere Rüstung und habe schwere Rüstung überhaupt nicht. Entsprechend brauche ich auch gar keine Punkte reinzuskillen. Oder gewisse Waffenfähigkeiten wie Bögen, Zerstörungsstäbe. Brauche ich alles nicht. Ich nutze eben nur zwei Waffen. Aber ihr bekommt mehr als genug Punkte, wenn ihr euch ein bisschen reinsetzt. Dann ist das ist gar kein Problem. Also es gilt auch Handwerk voll. Braucht ihr nicht extra einen Zweitschar anzufangen, obwohl das sehr viele machen. Sondern ihr könnt da direkt... Es gibt immer massig Punkte, ohne Ende. So, gerade als Anfänger ist man auch noch unsicher. Wie kann ich in welche Dungeons kann ich gehen? Bin ich vielleicht zu schwach für einen Dungeon, zu stark? Und ich kann euch nur sagen, ihr tretet die Dungeon erstmal über die Verliessuche. Also ihr drückt P, kommt auf die Verliessuche. Und es gibt zwei verschiedene Dungeon-Arten. Also Dungeons sind in dem Fall Verliese, wenn ich... Ich bin es eben von World of Warcraft gewohnt. Aber ihr habt eben normale und Veteranenverliese. Und gerade die normalen Verliese sind meist kein Problem. Das heißt, die werden auch auf euer Level angepasst. Seid ihr erst Level 20, dann bekommt ihr entsprechend, steht euch nur eine kleine Auswahl an Verliesen zur Verfügung. Und je höher ihr levelt, desto mehr stehen euch zur Auswahl. Und grundsätzlich kann man sich merken, habt ihr ein Verlies, was ursprünglich im Spiel drinne war, also ganz früher, 2014, 2016, dann ist das meistens relativ einfacher. Da wird mehr oder weniger durchgerammt und einfach alles platt gemacht. Und ja, das ist echt keine Schwierigkeit. Die neueren Varianten, die durch irgendwelche DLCs dazu kamen oder durch Addon-Gebiete, wie Greymoor jetzt was kommt, die sind dann meistens doch sehr herausfordernd. Aber auch da kommt es immer stark darauf an, wie ist eure Gruppe zusammengesetzt. Ihr habt wie in jedem anderen Rollenspiel natürlich einen Tank, Heiler und zwei Damage-Dealer. Also hier sind es Vierergruppen. Und es kommt stark auf den Level an. Habt ihr Leute drin, die ein hohes Champions-Level haben, also so 300, 400 und mehr, dann geht das meistens sehr zügig und sehr gut durch. Habt ihr jedoch eine kleinere Gruppe, wo alle noch im Levelbereich sind, also Level 30, 40, irgendwas, und ihr habt eine relativ schwere Instanz, kann es auch mal etwas fordernder werden. Wobei ich, wie ich gerade sagte, es kommt stark auf die Instanz an. Es gibt Sachen, da rennt ihr einfach durch. Und dann geht es wieder um Sachen, da stirbt man auch mal ab und zu. Aber grundsätzlich meldet euch an. Ich mache es zum Beispiel mindestens einmal täglich, weil einmal täglich gibt es eben extra viele Erfahrungspunkte. Und erstklassige Vorräte. Es ist im Prinzip immer ein Level, was ihr jeden Tag allein durch diese Instanz machen könnt. Und auch die Belohnungen sind sehr gut, weil es gibt epische Waffen, epische Rüstungen und auch sonstiges Zusatzmaterial.
So, kommen wir zur nächsten kleinen Frage, die ich aber sehr, sehr oft von Neulingen höre und wo ich auch lange gesucht habe. Es wird euch passieren, was ich euch jetzt nicht live zeigen kann, aber es wird passieren, dass eure Waffe und es wird unten ein rotes Waffensymbol auftauchen mit so einem durchgestrichen, was so man denkt, okay, die Waffe ist kaputt. So, ihr geht zum Händler oder nutzt Reparaturzeugs und versucht die Waffe zu reparieren. Aber sie ist weiterhin rot. Es funktioniert nicht. Ja, und was ist die Lösung des Problems? Die Lösung ist, die Waffen, gerade mit besonderen Verzauberungen, die haben so einen Ladebalken hier, das sind dieser blaue Balken oben. Und dieser entlädt sich mit der Zeit. Das sind andere Spieler auch schon von Skyrim gewohnt, Leute, die von euch gespielt haben. Diese müsst ihr einfach aufladen. Waffen können nicht kaputt gehen, sondern die können nur entladen sein, sozusagen. Das heißt, ihr geht drin mit der rechten Maustaste und klickt auf Aufladen. Und dann kommt hier eine Leiste und ihr müsst einen Seelenstein verbrauchen. Dieser füllt diese Waffe wieder auf. Seelensteine könnt ihr eben laden, unter anderem, indem ihr Seelenfähigkeiten einsetzt. Diese findet ihr in offener Welt und Seelenmagie. Hier gibt es Sachen, die... Da könnt ihr leere Seelensteine, die ihr durch alles Mögliche findet, zum Beispiel, die einfach rumliegen, die ihr durch Quests erhaltet und dergleichen, könnt ihr damit befüllen. Gibt auch Fähigkeiten, die später automatisch diese Sachen befüllen. Ihr könnt zudem diese Sachen auch kaufen, aber gerade gefüllte Seelensteine sind sehr, sehr teuer, gerade am Anfang. So, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar dazu. Ich Meine stecke Taschen hier reichen gerade nicht. mitten Wie in kann einer ich diese Sache. erweitern? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, zum einen gibt es überall auf der Welt sogenannte Gepäckhändler. Diese meistens auf der Karte mit einem solchen Symbol. Mit so einem, ja, Back, sage ich jetzt mal, Gepäckhändler-Symbol gekennzeichnet. In Vivek ist er beispielsweise hier. Aber den gibt es in jeder größeren Stadt. So, und bei diesem Gepäckhändler könnt ihr dann einfach wählen, ich würde gerne mehr tragen können, dann könnt ihr euren Platz um 10 Plätze erweitern und das kostet Geld und das je mehr ihr das macht, desto teurer wird es. Also am Anfang noch sehr, sehr günstig, später umso teuer. Aber vor allem für ESO Plus Kunden besteht kaum eine Notwendigkeit, das extrem zu erweitern, weil man kommt kaum an 160 Sachen, die man im Inventar hat. Das ist echt schwierig. Mit dem entsprechenden Handwerksbeutel, der ja alles rausfiltert, was irgendwie grob verarbeitet werden kann. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist der in allen Stellen, die ihr habt, gibt es so ein Reitsymbol auf der Karte. Hier, das sieht so aus. Stallmeister, den könnt ihr ansprechen. Die besten Und Reittiere in dort kann man einmal alle 20 Stunden die Tragekapazität seines Reittiers um einen Punkt erhöhen. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, ist eben eine kostengünstige Möglichkeit, aber auch eine sehr langwierige Möglichkeit. So, die dritte Möglichkeit ist die schnellste, aber auch die teuerste. Ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, im Kronenshop euer Inventar gegen Kronen zu erweitern. Das kostet allerdings 1000 Kronen und als Plus-Nutzer bekommt man beispielsweise pro Monat, also pro 30 Tage Spielzeit, 13 Euro kosten. Im schlimmsten Fall bekommt man 1650 Kronen. Das bedeutet, da kann man auch, sagen, mehr als die Hälfte seines Monatsbudgets sozusagen ausgeben, um sein Inventar zu erweitern. Das geht aber auch nur 8 Mal, wie man sieht. Spart man sich eben entsprechend das Gold. Gerade am Anfang sollte man das eher nicht machen, weil gerade das kostet eben sehr wenig Gold. Die paar tausend Gold zu bezahlen, die kriegt man eben schnell zusammen, selbst als Anfänger. Und 1000 Kronen sind schon Umrechnungskurs zurzeit bei ungefähr 300 Gold. Das heißt, es wären 300.000 Gold, die man für diese Inventarierweiterung hier ausgeben würde. Kann man machen, muss man aber nicht. So, die nächste Frage. Mein Inventar ist voll. Was mache ich mit gefundenen Waffen, Rüstungen und Glyphen? Diese Frage kommt auch sehr häufig vor. Könnt natürlich einfach zum Händler gehen und diese verkaufen. Das solltet ihr auch machen, wenn an der Waffe oder an der Rüstung so ein kleiner Geldbeutel dran ist. Dann bedeutet das, der ist 280% mehr wert als die Standardvariante. Gerade bei weißen Items, da bekommt ihr eh nichts raus.
sollte man das machen, weil das gibt am meisten Gold. Zweite Möglichkeit, die ihr habt und die ehrlich gesagt zu bevorzugen ist, zumindest ist meiner Meinung nach, wenn ihr Handwerks gehen wollt, verarbeitet diese. Das geht über den Punkt Verwerten und dann wählt ihr die Rüstung aus und verwertet diese. Dann bekommt ihr Rohmaterialien und teilweise auch sehr seltene Rohmaterialien, mit denen ihr wieder neue Sachen herstellen könnt. Ein weiterer Punkt ist, dass ihr auch die Berufe stark levelt. Also ich habe teilweise Berufe nur über dieses Verwerten gelevelt und habe gar nicht so viel Rohmaterialien verbraucht. Sehr, sehr vorteilhaft und auch mehr lohnenswert, weil auch die Rohmaterialien lassen sich für ordentlich Geld verkaufen. Eine weitere Sache, die ich hier noch anmerken muss, statt alle zu verwerten, könnt ihr die Gegenstände, wo eine kleine Lupe dran ist, auch analysieren. Das heißt, dort werden die Eigenschaften, könnt ihr Eigenschaften der Sachen eben einmal erforschen. Das dauert Anfang Stunden, später Tage, ganz später Wochen. Und könnt diese dauerhaft dann beim Herstellen verwenden. So, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Herstellen gehe und eine neue Robe herstellen will, dann könnte ich jetzt eine Eigenschaft, die ich vorher erlernt habe, direkt draufpacken mit. Hier schließt ein wenig unsere nächste Frage an, nämlich, was mache ich denn mit Diebesgut? Diebesgut können beim normalen Händler nicht verkauft werden. Sie tauchen gar nicht erst in der Liste auf. Also muss man zu einem entsprechenden Hehler gehen. Doch wo finde ich diese? Hehler haben dieses Symbol. Eigentlich in jeder großen Stadt gibt es einen Hehlerunterschlupf. Teilweise auch außerhalb von Städten. Und diese tragen dieses Symbol. Und da geht man dann einfach hin. Und dann findet ihr einen Hehler. Die meisten Händler sind weg. Und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier gerade keine Items da. Das bedeutet, ich kann euch das nicht zeigen. Aber ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Einmal das Schieben und einmal das Verkaufen. Wo ist der Unterschied? Verkaufen ist klar. Ihr bekommt für die Items, die als gestohlen markiert sind, bekommt ihr Gold. Schieben, hier müsst ihr Gold bezahlen, um diese Items sozusagen zu entkriminalisieren. Also ihr macht aus einem gestohlenen Gegenstand einen normalen Gegenstand. Also zum Beispiel, ihr habt Waffen, die ihr besonderes verwenden wollt gerade, dann müsst ihr die vorher schieben. Erst dann könnt ihr diese verwenden. Ihr braucht Rüstung und Waffen, die ihr verwerten wollt, an den Handwerkstischen nicht vorher zu schieben. Das könnt ihr automatisch machen und die sind dann nicht zurückfolgbar sozusagen. Das bedeutet, das werden ganz normale Rohmaterialien dann rauskommen. Auch bei Sachen, die ihr lernt, zum Beispiel Schriftrollen oder sowas, braucht ihr das auch nicht zu machen. Die könnt ihr einfach lernen, wäre gar kein Problem. So, kommen wir zum nächsten Punkt, der mich am Anfang fast in den Wahnsinn getrieben hatte. Man ist es ja von Spielen wie World of Warcraft zum Beispiel gewohnt, dass es ein zentrales Auktionshaus gibt, wo ich alle meine Gegenstände an andere Spieler verkaufen kann und von anderen Spielern kaufen kann. Das System funktioniert in ESO oder TESO, wie soll ich sagen, etwas anders. Und zwar könnt ihr euch verschiedenen Gilden anschließen. Jede Gilde kann auf einen Gildenhändler wöchentlich bieten und diesen dann stellen. Diese sind überall verteilt. Zum Beispiel hier vor Vivek gibt es verschiedene Gildenhändler. Einmal hier dieser Gildenhändler von The Camel Smugglers. Oder Divine Deals. Es gibt verschiedene Gilden hier, die ihre Händler hier jeweils stellen. Es gibt eben einige Händler, die beliebter sind, einige unbeliebter. Es kommt natürlich immer auf den Ort an, wo die so rumstehen und wie viele Leute natürlich dran vorbeilaufen. Um jetzt Sachen zu kaufen, ist keinerlei Voraussetzung nötig. Ihr geht an einen Händler. Darf dieser euch? Und gebt einfach Suchbegriff ein, funktioniert ganz normal wie ein Auktionshaus. Dabei ist aber zu bedenken, dass hier nur die Sachen angeboten werden, die von den Gildenmitgliedern diesen Gilden auch reingestellt wurden. Das heißt, es ist eine begrenzte Auswahl. Es gibt hier keine Gesamtanzeige von allen verfügbaren Sachen, sondern es ist jeweils gildenabhängig. Das heißt, Gegenstände, die ihr hier findet, findet ihr vielleicht bei einem anderen Händler nicht oder umgedreht. Sachen, die ihr nicht findet, findet ihr vielleicht bei einem anderen Händler oder vielleicht sogar günstiger. Also hier sind auch Vergleiche nötig. Es gibt auch eine Website, die werde ich euch nachher in den Kommentaren verlinken, wo ihr
das zentral suchen könnt und dann müsst ihr einfach nur noch zu dem jeweiligen Genhändler in dem jeweiligen Gebiet reisen und könnt dort diesen Gegenstand kaufen, den ihr wollt. Ich habe jetzt, wie ihr seht, auch einen Händler-Addon zusätzlich installiert. Das zeigt mir eben Verkaufspreise von Sachen an und gibt mir zusätzliche Informationen, wie ist der durchschnittliche Preis für dieses Item und was kann ich gut verkaufen. Und erleichtert mir auch das Verkaufen. Und kommen wir jetzt zum Verkaufen, wie ich das gerade angesprochen habe. Ihr könnt auch entsprechend nur verkaufen, wenn ihr in einer entsprechenden Gilde seid. Ihr könnt nämlich euch bis zu 5 Gilden anschließen in diesem Spiel. Und eine davon, wenn ihr etwas handeln wollt, sollte mindestens eine Händlergilde sein. Und die könnt ihr nämlich eingrenzen hier nach Handeln. Handeln und auch guckt, ist ein Händler angestellt. Weil das ist wichtig. Es gibt auch Gilden, die haben viele Mitglieder und die sind groß, haben aber eventuell zu niedrig geboten oder irgendwas und haben deshalb wöchentlich keinen Händler. Dann verkaufen diese Sachen sozusagen nur untereinander. Aber das ist wirklich, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ein Händler angestellt ist oder nicht. Ihr könnt das bei meinen Verkäufen zum Beispiel sehen. Trading World, eine sehr gute Gilde, eine sehr große deutsche Handelsgilde, hat zum Beispiel diese Woche leider keinen Händler bekommen. Und sofort ist mein Umsatz stark eingebrochen und ich habe hier nur noch 99 Gold Umsatz gemacht und davon 3 Gold Steuern bezahlt. Hingegen bei der Ostmarsch Handelsgilde, die hat diese Woche einen Händler, hatte letzte Woche keinen, ist mein Umsatz sehr, sehr, sehr stark. Grundsätzlich ist noch anzumerken, ihr könnt bei den verschiedenen Händlern hier Items reinstellen und die bleiben dann für 30 Tage drinne stehen. Unabhängig davon, ob die Gilde einen Händler hat oder nicht. Die werden eben immer angeboten im gesamten Gildenkontext sozusagen. Das bedeutet, wenn die Gilde jetzt nächste Woche einen Händler anstellt, wird automatisch diese Waren, die ich hier reingestellt habe, automatisch für alle angeboten sozusagen. So, eine weitere Frage, die ich mir vor allem am Anfang gestellt habe und auch von anderen Spielern oft höre. Skaliert denn wirklich alles mit? Und ich höre immer wieder, was bedeutet CP 160? Was bedeutet das? Was ist so besonders an dieser Stelle? Grundsätzlich kann man sagen, am Anfang skaliert alles mit. Das heißt, egal in welchem Gebiet ihr seid, egal welches Monster ihr tötet, alles skaliert auf euer Level. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz. Ihr werdet auf ein automatisches Level hochgehoben, nämlich hochskaliert. Und zwar auf Stufe 50 mit 160 Championspunkten. Das ist die Stufe, dort werdet ihr hinskaliert, egal wo ihr seid. Und dann werden alle Gebiete automatisch auf dieses Level sozusagen angepasst. Das bedeutet, ihr könnt überall leveln, alles machen. Und das ist auch schon die Erklärung auf die zweite Teilfrage. Was ist so besonders an diesen Championspunkten 160? Sobald ihr diesen Punkt erreicht habt, werdet ihr praktisch kaum stärker. Ihr habt wahrscheinlich genau noch Probleme wie am Anfang. Ab Championspunkten 160 werdet ihr stärker. Das bedeutet, alle Punkte, die ihr dann investiert, skalieren die Gegner nicht mehr mit. Das heißt, es macht deutlich einfacher, diese auch zu töten. Das Maximum, was ihr erreichen könnt, sind 810 Championspunkten. Das ist das Maximum. Ab da bekommt ihr auch keine Championspunkte mehr, um eure Charaktere stärker zu machen. Und Spieler, die dieses Level erreicht haben, die können dann eben relativ einfach durch die Gebiete marschieren und alles in wenigen Sekunden platt machen und sogar Instanzen teilweise alleine machen. Also gerade die einfachen. Und eine weitere Besonderheit, die auch die Ausrüstung und Waffe, die ihr herstellt und auch findet, bleiben eben am Punkt 160 stehen. Das bedeutet, alles, was ich hier habe, ich bin zum Beispiel jetzt Champions Level 225, habe aber Sachen an, die noch Champions Punkte 160 waren. Das ist das Maximum. Da höher geht nichts. Elder Scrolls Online skaliert eben sehr vertikal, nicht horizontal. In World of Warcraft zum Beispiel
findet ihr immer stärkere Rüstung, immer stärkere Waffen in neueren Instanzen, neueren Raids dann. Und ihr müsst immer wieder nachjustieren sozusagen, um eure Waffen auf dem aktuellen Stand zu halten. Hier ist das nicht so. Ein legendärer Dolch, wie ich ihn hier habe, der macht immer 1335 Schaden. Egal, ob der jetzt im Raid gefunden ist, in der Instanz oder wer weiß wo. Alles wird auf Stufe 50 160 Championspunkte skaliert und wird entsprechend nicht mehr schwächer. Dementsprechend solltet ihr auch mit der Herstellung von besonderen Waffen auch eher bis zu diesem Zeitpunkt warten. Und auch mit dem Verkauf an andere Spieler und Gilden solltet ihr gerade mit Items erst warten, bis ihr diesen Punkt erreicht habt, weil davor macht es kaum Sinn, weil kaum jemand wird eine Waffe kaufen, die auf Level 30 skaliert ist. Das macht kaum Sinn. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Ich habe, wie gesagt, auch gerade erst angefangen und das sind Fragen, die habe ich mir gestellt, die musste ich langwierig heraussuchen und fragen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und so ein paar Unklarheiten beseitigen, weil ja ESO gerade sehr stark im Kommen ist und auch viele, viele neue Spieler sich auf den Servern tummeln. Ja, und ich hoffe, man sieht sich. Schreibt mich gerne an. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da und ansonsten sage ich mal, man sieht sich. Bis denn.